Ich fühle mich ein bisschen schlecht jetzt. Wie ein Mörder. Haut euch das rein. Gabrielle? Bist du das? Oh. Meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ich bin euer Badora, ja, und wir befinden uns an Tag 116. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit mir eine weitere Folge durchstehen möchtest. Ja, wir haben hier folgendes Problem direkt am Anfang der Folge. Und zwar, meine lieben Freunde, wir haben ja in der letzten Folge, ja, den Rucksack verloren. Jetzt bin ich da offscreen schon mal hingegangen. Der wird mir auch angezeigt, alles gut, Falleri Fallera. Das Problem ist, ich sehe den nicht, wenn ich da bin. Der ist einfach weg. So, und von daher, ja, ist natürlich alles weg, was ich jetzt hatte. Und wir müssen uns erstmal neu anziehen. Von daher würde ich mir erstmal diese ganzen Lederschienen hier mitnehmen. Dann eine Oh, die habe ich ja sogar noch. Das ist aber cool. Dam. So, und die Kapuze tue ich mal weg. Dafür nehme ich den Bergbauhelm mit. Kochgrill, bla bla bla, so ein komisches Tuch nehme ich noch mit und der Rest müsste eigentlich passen. Ja, okay, ich habe jetzt nichts irgendwie fürs Drunterziehen, aber das ist gar nicht so schlimm, meine lieben Freunde. Hauptsache, die ist erstmal so ein bisschen geschützt, die gute alte Gabrielle. Zack, zack. Auch meine Rüstung, die wir bis jetzt noch nie wirklich anhatten, komplett. Sieht aber ganz cool aus, muss ich gestehen. So, das rüste ich eben auch nochmal aus hier zur Vorsicht. Und eine Schusswaffe sollte ich vielleicht auch noch mitnehmen zur Vorsicht, weil das könnte echt gefährlich werden. Und am besten nehme ich dafür den Revolver mit. Dafür muss ich mir nämlich auch noch ein paar Patronen bauen, fällt mir gerade auf. Munition. Und ich werde mir nur noch 44er Magnum-Dinger herstellen, ist mir scheißegal. So, Schießpulver ist auch schon wieder alle so eine Kacke. Das kann ich jetzt auch nicht mehr gebrauchen. Ja, super. Na, klasse. Wie auch immer, der stellt jetzt das noch her. Gut. So, wo hab ich denn meine Reparaturkits? Hier, da werde ich jetzt erstmal einen für nötigen, für meinen Revolver hier. Zack. Und, nein, nicht zerlegen, ich will den hier reparieren. So, alles klar. Jetzt können wir uns auf den Weg machen. Ich kann auch leider kein Pocketbike fahren, weil ich keine Ahnung habe, wie ich Benzinfässer hier in Benzin umwandle. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht geht. Ah. Cool. Yo. An der Werkbank geht das. Danke für den Tipp übrigens. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Abonnent von mir das geschrieben hat, aber ein dickes, fettes Däumchen an dich, dass du mir gesagt hast, dass hier wirklich an der Werkbank das geht. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie das funktioniert. Und jetzt habe ich mal meine Kommentare durchgelesen, weil ich komme da leider auch nicht immer zu. Also ich lese schon wirklich jedes Kommentar, aber ich kann es jetzt nicht wirklich immer an demselben Tag lesen. Also da kann ich nicht immer unbedingt versprechen, dass ich dann direkt antworte. Weil es kann ja auch mal sein, dass ich unterwegs bin oder so. So, hier mache ich jetzt erstmal 1000 Sprit rein. Ey, leck mich fett. Wie geil ist das denn, ey? Hammergeil. Danke für diesen Tipp. Supergeil. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare. Also scheut euch nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, meine lieben Freunde. Ihr könnt mir auch Ideen alles Mögliche schreiben, ganz ehrlich. Ich habe da richtig Bock drauf. Ihr könnt mir wirklich alles in die Kommentare schreiben. Ich kommuniziere gerne mit euch. So, jetzt gucke ich eben nochmal auf die Karte und markiere mir den. Aber der ist markiert. Wo sehe ich denn dann auf der Karte? Wo ist denn der? Ach, da hinten. Ganz in die falsche Richtung, Mensch. Aber unser Pocketbike ist so voll getankt wie noch nie. Hahaha. Mein Lieber, das ist wirklich cool. Jetzt hatten wir aber auch schon wieder genug Probleme und haben auch schon wieder neue Erkenntnisse hier in 7 Days to Die gehabt. Also ich habe ja gesagt, man lernt immer wieder was Neues dazu und das war ja heute auch schon wieder der Fall. Danke an meine Abonnenten. Ohne Witz, ihr seid die Besten. Mit euch macht es wirklich viel, viel Spaß zu spielen. Und ich bin, wie gesagt, immer noch hart dabei, auszuprobieren mit meinen Streams und so, dass ich auch wirklich mal mit euch live spielen kann. Auch wenn die Qualität dann nicht so gut ist. Aber ich riskiere das einfach einmal irgendwann. Und ich werde euch auf jeden Fall nochmal informieren, wann das soweit ist. Ich muss erst wirklich nur noch ein bisschen rumtesten. Ah, das ist so ätzend, wenn man so ein Kack-Internet hat. Mal eben auf die Karte schauen. Jei, boah.
Hinter mir wäre auch noch ein Abwurf, da hinten irgendwo. Ja komm, dann fahren wir da erstmal hin, weil hier kommen schon wieder die nächsten Zombies. Oh, oh, oh. Das wird nichts Gutes. Ich hoffe ja auch, dass ich meinen Rucksack finde. Nicht, dass ich den irgendwie aus Versehen dann wegkloppe oder so. Scheiß die Wand an. Ich hoffe, dass der jetzt da ist. Sonst muss ich das Spiel vielleicht nochmal neu laden oder so. Ich weiß es nicht, meine lieben Freunde. Alles mitnehmen. Und tschüss. Wo ist der nächste Abwurf hier? Ist der weit weg? Ja, der ist weit weg. Irgendwie ist der tierisch weit weg, obwohl er hier ziemlich nah angezeigt wird. Irgendwas stimmt hier wieder nicht mit dem Spiel. Aber ich habe auch langsam, aber sicher das Gefühl, dass meine PlayStation den Geist aufgibt. Die geht nämlich manchmal einfach aus und dann sagt die mir Systemfehler. Und dann sag ich, so. Oh shit! Fuck! Wo kam der denn her? Der hat mir... Boah, richtig übel. Schnell die Dings nehmen. Schnell, mach. So, und jetzt will ich meinen Rucksack haben, verdammte Scheiße. So, meine lieben Freunde, wir sind kurz davor, an unserem Rucksack anzukommen. Und ich sehe schon, es tummeln sich sehr, sehr viele Zombies hier rum. Oh je, hier werde ich mein Pocketbike mal hinstellen. Hier am Baum, das werden wir uns ja irgendwie merken können. Und what the fuck is going on in here? Heilige Scheiße, das sind wirklich viele. Und ich werde jetzt mal nochmal auf die Suche gehen und hoffen, dass hier irgendwo mein verdammter Rucksack liegt. Ich will hier zu meinem Rucksack und was ist hier? Die totale Zombie-Horde. Ich sag's euch. Aber die kriegen jetzt erstmal alles schön wieder, was die mir hier abgezogen haben. Ich sag's euch. In your face. In your face. So, jetzt wird hier geschlachtet. Bam. Bam. Come on. Oh. So, jetzt muss ich mir mal eben so ein Dings reinziehen hier, sonst wird's gefährlich. Das sind noch verdammt viele. So, und ich werde gleich mal meinen Revolver ausrüsten, denn das werden mir verdammt zu viele hier langsam. Heilige Scheiße. Meine lieben Freunde, what the fuck is going on? Holy shit! Boah, scheiß die Wand an. Es tut mir leid, meine lieben Freunde, aber ich bin gerade total konzentriert. Ich kann nicht wirklich kommentieren. Was zur Hölle ist hier los? Warum sind das so viele? Und warum wollen die alle an meinem Rucksack? Und warum sind da so viele Abwürfe? Was zur Hölle ist hier los? Was geht hier ab, Alter? Scheiße. No, ey. Boah. Stirb. Boah, ich komme mir langsam vor wie in The Evil Within. Das sind auch so viele Zombies. Außer, dass ich hier viel mehr Munition habe. Wenn ihr wisst, was ich meine, habt ihr das schon mal auf hart gespielt? Ich dreh durch. Ich spiele das ja gerade so ein bisschen privat nebenbei, wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe, abends noch. Weil abends nehme ich nicht groß auf, da spiele ich eigentlich, wenn ich mal Zeit habe, nur. Ja, ich spiele auch mal nur, aber dann nur abends. Weil nachmittags muss ich halt dazu nutzen, um mit euch zusammen 7 Days to Die zu spielen. Und was zur Hölle ist da hinten los? Zappelklaus nimmt sie wieder alle ran hier, oder was? Alte Drecksau, das kannst du doch nicht in meiner Folge bringen, hör mal. So, und wie viele Leichen hier jetzt rumliegen, ist ja unnormal. Ich fühle mich ein bisschen schlecht jetzt. Wie ein Mörder. Haut euch das rein. Ich bin voll der Killer. Oh no. Und wie viel... Boah, wir haben nur noch 99 Schuss. Wahnsinn. Okay, hier muss irgendwo mein Rucksack liegen. Irgendwo hier. Genau hier. Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo hier muss er sein. Hier, genau hier muss er liegen.
Scheiße, ich kann nichts machen, der ist einfach weg. Er sollte eigentlich hier liegen, aber er liegt hier nicht. Die alte Drecksau. Naja, wie auch immer. Ich glaube, ich scheiß einfach drauf, ohne Witz. Weil wir haben ja jetzt eigentlich das, was wir jetzt verloren haben, wieder. Und das, was wir jetzt verloren haben, war eigentlich der größte Teil nur, was mich jetzt ein bisschen ärgert, die Schienen. Weil ich breche mir ja dauernd die Beine hier in Seven Days to Die. So. Ja, meine lieben Freunde, würde ich sagen, ich verabschiede mich schon für diese Folge. Weil es ist ja wirklich traurig jetzt hier mit dem Rucksack. Ich kann machen, was ich will. Er ist einfach nicht da. Er ist wirklich nicht da. Er ist weg. Er ist verschwunden. Traurig. Echt traurig. Ich kann ja nochmal tauchen gehen, aber... Er ist einfach weg. Schade. Naja, wie auch immer. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, da wir unseren unsichtbaren Rucksack ja nicht wiederbekommen, ihr habt es ja gesehen, ich habe alles Mögliche getan, er ist einfach verschwunden, liegt wohl am Update wieder, ich habe keine Ahnung, bis jetzt ist mir sowas noch nie passiert, dass einfach der Rucksack verschwunden ist im Nichts, aber heute, naja, und das ist auch mal wieder eine neue Erkenntnis hier in Seven Days to Die, neue Erkenntnisse und geile Abonnenten, so sieht's aus. Ja, das habe ich in dieser Folge wieder gelernt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ausschaut. Auf jeden Fall versucht bloß niemals zu sterben. Und am besten nicht im Wasser. Vor allem nicht im Wasser, weil dann verschwindet der Rucksack irgendwie. Naja, wie auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet, denn ich mag nicht gerne alleine spielen, meine lieben Freunde. Also wird es mich freuen, dich und euch alle wieder in der nächsten Folge wiederzusehen, wenn es heißt Seven Days to Die. Ja, teilt das Video doch mit euren Freunden, wenn ihr Bock drauf habt, oder lasst mir ein Däumchen da, schreibt mir die Kommentare, abonniert mich auf YouTube, Twitter, Instagram und Twitch und überall, wo ihr Bock drauf habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Haut rein.